Spitzenspiel in der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen. Der Tabellenführer ist zu Gast in Linfort. Die Spreefüchse aus Berlin sind zu Gast in den grünen Trikots, aber die Gastgeberinnen erwischen den besseren Start. Prudence Kinland erwischt den besseren Start. 1:0, da sind schon 3 Minuten gespielt. Der Spitzenreiter kommt eigentlich ja mit jeder Menge Selbstbewusstsein, hat aber schon im Hinspiel einen Punkt gegen Linfort abgeben müssen. Gibt den ersten 7 Meter der Partie, einer von vielen, kann ich euch sagen, Bodecker mit dem 1:1 Ausgleich für Berlin. Linfort spielt eine fantastische Saison, auch wegen ihr. Das ist die Top-Torjägerin Klein, geht im Sommer nach Leverkusen. Sie trifft hier zum 3:1. Andere Seite, wieder der Pfiff, wieder 7 Meter für Berlin, wieder die Chance für Bodecker zum Ausgleich. Und auch den nutzt sie 3:3. Linfort hat sogar schon die Bundesliga-Lizenz beantragt, für den Fall, dass sie, weil sie ja auch noch einige Spiele in der Hinterhand haben, rankommen. Hier auf jeden Fall führen sie deutlich 7:3 und auf der anderen Seite ist es dann Jule Samplonius, die auch den 7 Meter verwandelt und diesen 5:0-Lauf quasi veredelt. 8:3, erstes Ausrufezeichen von Linfort. Was ist mit dem Tabellenführer? Klasse Tor, das ist Berlins Top-Torjägerin Svirakova. Aber das ist Tor Nummer 7, da hat Linfort schon 12. Und diese fantastische erste Halbzeit von Linfort geht weiter. 14:8 bislang, wirklich enttäuschende Leistung von Berlin. Und eine fantastische wiederum von den in blau gekleideten Gastgeberinnen. Gibt noch einen 7 Meter kurz vor der Pause wieder. Leona Svirakova, der ist eiskalt drin. 14:9 tatsächlich, 14:9 der Halbzeitstand. Und dann kommt die Torjägermaschinerie von Linfort weiter in Gang. Es geht einfach so weiter. Klein, 16:9. Berlin findet kein Durchkommen und die Abwehr im Verbund mit Gräfin im Tor steht wie eine Eins. Hanna Hase, 19:9. Man kann es eigentlich gar nicht genug sagen. Das sind 10 Tore Unterschied. Da ist schon längst klar, wohin hier die Reise geht. 20:10, Anschluss ist das ja gar nicht mehr. Das ist einfach nur so halbwegs Ergebniskosmetik und bei Linfort klappt mittlerweile anders. Eva, alles Eva Legermann, 23:11. Aber dann nicht alles. Das etwas zu heftig und die beiden Schiedsrichterinnen Rosanna Sug und Sophia Jans geben die rote Karte für Leonie Lambert. Bis dahin gutes Spiel gemacht, aber dann ist Gräf da, hält den 7 Meter und es bleibt beim 23:11. Da ändert dann auch tatsächlich die rote Karte nichts mehr, auch wenn der hier von Fabian Kunde nochmal richtig schön ansehnlich reingeht. 26:13, das ist Schadensbegrenzung, so halbwegs vom Tabellenführer. Gibt nochmal den 7 Meter. 26:14, Linnea Sophie Hobbel. Und auf der anderen Seite krönt Klein ein Superspiel. Auch heute beste Torjägerin. 8 Treffer hat sie am Ende erzielt. Und dann ist es ein 27:17 Heimsieg. Linfort stürzt den Spitzenreiter, der auf Rang 2 fällt. Zwickau übernimmt die Spitze vorerst und Linfort verkürzt, bleibt vorerst auf Platz 4.